So, dann werden wir, glaube ich, erstmal unseren Freund irgendwie zurückholen. Was haben wir hier? Stelle von Weißlaub. Aha. Man könnte sich jetzt also hier einfach ein Pferd mitnehmen. Na, komm, hüpf schon. So, geht doch. Wo ist Faendal? Wo ist Faendal? Ja, das müsste jetzt richtig sein. Er muss hier irgendwo vor der Hütte stehen. Hallo, wo bist du? Hallo? Sind wir hier nicht eingestiegen oder haben es wenigstens versucht? Das war doch hier. Das war eigentlich hier. Ich bin mir hier ziemlich sicher. Der muss eigentlich vor der Tür stehen, weil der hat uns ja hier... Ihr geht jetzt besser. Ihr habt hier nichts verloren. Ja, um die Zeit ist schon klar. Ich bin schon wieder weg, sonst holst du die Wachen. Und dann darf ich nochmal bei Wasser und Brot irgendwie... Wo war denn Faendal? Den haben wir hier irgendwo abgestellt. War das da... Das Häuschen da drin. Da steht die Wache. Und dann sind wir hier bei der Honigbrauerei wieder. Hast du Faendal gesehen? Gut, dann red halt nicht mit mir. Wo ist er denn? Honigbrauerei. An der sind wir auf jeden Fall vorbeigelatscht. Mit Faendal. Und dann haben wir den irgendwo abgestellt vor irgendeiner Tür. Und der konnte uns ja irgendwie nicht mehr helfen. Und er suchte sich zu Tode. Nach seinem besten Freund, den er irgendwo abgestellt hatte. Und wenn er nicht gestorben ist, dann steht er da noch heute. Oder ich bin schon wieder einmal dran vorbeigelatscht. Und er hat mir schon zugewunken, aber... Okay, eine Wache ohne Fackel. Ha. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er hier letztens noch stand. Da, wo das Huhn... Faendal? Bist du's? Hätte ich das gewusst, dass der abhaut hier. Hätte ich das gewusst, mein bester Freund... Na super. Das ist jetzt ärgerlich. Na gut. Dann gucken wir mal weiter. Wo wollten wir uns hin? Okay. Dann gehen wir doch wieder in die Richtung, wo wir eigentlich schon wieder dreimal waren und rennen dort. Wir rennen einfach mal hier lang. Wo müssen wir hin? Hier lang. Bloß, da wird jetzt abgeschlossen sein. Wir haben doch die richtige Quest noch an, oder? Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Wo ist denn hier der Schätzer? Wo ist er denn? Oh, jetzt sind wir doch schon wieder bei der Bräuerei hier, wenn ich mich nicht täusche. Wir müssen aber hier noch weiter. Na gut. Eventuell sollten wir da mal einen Ausdauertrank nehmen. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Nach Windham oder Riften? Ja, nach Windhelm. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Vor allem irgendwie... Ich glaube nicht, dass der Schätzer hier irgendwie so ein Lager aufgeschlagen hat bei Nacht. Ja, und da wirft schon wieder einer ans Leder. Hast du davon. So. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Der schickt uns jetzt echt hier über irgendeinen Pass oder was? Da müssen wir jetzt gleich wieder rüber hier. Okay.
Ja, das ist mir nichts. Das ist ja... Das bringt uns auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Ja, dann gucken wir mal, was es hier so Schickes gibt. Was haben wir denn überhaupt noch? Den Mammutzahn. Vielleicht können wir den jetzt irgendwo... Keine aktive Quest. Alles klar. Mhm, ja. Und den sollen wir dann auch nicht zu Isolde bringen. Na gut. Wenn die Quest dann nicht aktiv ist, dann ist sie halt nicht aktiv. Sehr toll. Rede mit Michael über Carlotta. Dann machen wir das doch mal. Ja. Das Eichfurchenhof. Entdeckt. Was gibt's denn hier? Wir müssen mal hier. Und da ist abgeschlossen und die Wache hat sich gerade verdrückt. Da könnten wir es ja eigentlich versuchen, mal hier irgendwie. Ja, wir haben doch 7 Dietriche, aber vielleicht finden wir da drin ja mehr Dietriche. Ah, verdammt. Ohne einen kaputt zu machen, das ist ja. Das ist ja schon fast unmöglich. So. Dann schleichen wir mal eine Runde. Mal gucken, was man hier so mitnehmen kann. Da sind auf jeden Fall jede Menge Bücher. Ein Beistelltisch und 5 Gold. Und 5 Gold. Ja, ganz leise sein hier. Leise, leise, leise. Einmal Wildbrett nehmen wir mit. Oh, verdammt. Du willst doch jetzt hier nicht irgendwie... Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwindet! Ich wollte doch nur reden. Ich sage es euch zum letzten ja, Mal. Ja, ja. Gut, ich bin schon wieder weg. Da war ich ja dann... Ja, guten Tag, Herr Wachmann. Und da war ich... Ja, da drüben leuchtet doch irgendwas. Er legt sich bestimmt wieder pennen und dann gucke ich nochmal nach. So, diesmal aber dann auf die langsame Art ganz leise hier schleichen, sodass der nette Herr nicht aufwacht. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schläfst du wieder? Ja, er schläft. Dann nehmen wir den Geldbeutel mit. Gucken in die Kommode, wo wieder nur Crap drin ist. Dann ab zur Kiste. Gold. Bärenpelz und Wolfspelz. Okay. Was hat er denn hier bei sich nebendran? Ein Beistelltisch. Mit Nothing. Und ein Sack. Da gucken wir nochmal. Und Kohl. Und wieder fressen unterm Bett gebunkert. Ist klar. Ist klar. Oh, was haben wir denn da? Ein Eisenschwert. Okay, das hätte er vielleicht einstecken sollen. Was haben wir denn hier im Kleiderschrank? Ja, Schuhe. Zum Glück keine Pelzstiefel. So. Einmal Pferdefleisch. Was haben wir denn hier? Papierrolle. Nehmen wir das Pferdefleisch nochmal mit. Ah, ich hätte gern so ein Geweih. Und mal gucken, vielleicht können wir uns sogar was bei ihm hier brutzeln. Essen. Was haben wir denn? Nichts haben wir. Da fehlt uns wohl noch eine Zutat. Damit will ich jetzt aber auch nicht so viel Zeit verschwenden. Und wir hauen erstmal wieder ab. Und gucken mal, gegenüber habe ich doch ein paar Leutchen mit Fackeln gesehen. Und da werden wir uns dann gleich ausrüsten, damit wir nicht gleich wieder umgeboxt werden. Und werden erstmal gucken. Haben sie jetzt die Fackel ausgemacht? Wir haben die Fackel... War nur er das? Da waren doch... Ich habe doch da noch mehr Leutchen gesehen. Hallo? Ne. Da ist nix. Huh, okay. Was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt... Oh, bin ich schon wieder hier ordentlich verpeilt sein. Wir wollten mit Carlotta reden oder Michael oder so in der Art. Und dann werden wir das auch gleich tun. So, hier sollte ich mir dann irgendwann mal einen... Schnell Slot zulegen.
Habe ich erstmal keine Lust drauf. Und dann, wo müssen wir denn lang? Wir müssen hier lang. Gut. Ja. Das hat uns ja... Okay. In der Hoffnung, dass es da nicht zu weit ist. Aber ich glaube... Da müssen wir hin. Rede mit Michael über Carlotta. Okay. Dann werden wir erstmal hier die ganzen Quests, wo man irgendwie schön mit Reden ja, zu Rande kommt, lösen und schön mit den Leuten erstmal schön quatschen. Wo lang? Wie, jetzt doch hier lang? Was? Achso, alles klar. Und danach werden wir mal die ganzen Quests abfrühstücken, die irgendwie was mit Kämpfen zu tun haben. Und dann, ja, werden wir uns dann hier noch und noch durchkloppen. Von einer Quest zur anderen. Ich glaube, das macht mehr Bock, als wenn wir dauernd irgendwie eine Phase drin haben, wo man irgendwie wieder quatschen muss. So. Wo haben wir hier schon? Hier ist der Hof wieder, ne? Wo will der denn dauernd mit uns hin hier? Ich glaube, man sollte dann doch nicht nur Kopf ausknipsen und hier stupide langlatschen. So. Genau, wir müssen wieder rein. Wen haben wir denn da oben? Eine Wache. Schönen guten Morgen, der Herr. Wenn man schon vom Morgen reden kann. Wir haben es. Ja, 6 Uhr morgens. Das ist gerade die perfekte Zeit. Da kann man die Leute dann gleich mal aus dem Bett schmeißen. Wir selber brauchen ja zum Glück keinen Schlaf. Und wir müssen wieder rein. Ich habe es befürchtet. So. Und dann werden wir gleich mal einen von beiden, ich glaube, wer war das? Mit Michael über Carlotta reden. Werden wir uns den Michael immer vorknöpfen. So. Und dann haben wir wieder den schönen Ladescreen, den Flügelhelm. Wer hätte das gedacht? Man kann ja schon fast erraten, was für ein Ladescreen kommt. So viele gibt es ja dann doch nicht. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Du wirst nervös? Na dann, werd nervös, komm. Na, werd nervös. Von wegen, er wird nervös. Er will mir bloß Angst machen. Götter, was für eine... Wie beflaggte Meere. Okay. Was war das? War das auch eine Kneipe? Hört sich auf jeden Fall danach so an. Kommt da rein. Ich habe gerade das Wunder neu angefangen. Dies ist ein Roder am Himmelsrand, standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Okay. Dann gucken wir mal hier. Ja, du bist gerade aufgestanden. Ja. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Michael sie erst entdeckt. Sag ihr, Liebling? Ja, Mama? Unsere Vorreiter und Schwarzdornmädchen. Ich bin Barke okay. Von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Ihr müsst Carlotta, was darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ich brauche euren Kopf. Ah. Könnt ihr eine Pause machen? Gut. Das hat sich jetzt gelohnt. Ich habe mir in Himmelsrand noch keinen besonderen Ruf gemacht, aber ich. Lasst einfach Carlotta in Ruhe. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Ah ja, du bist wohl ein ganz schlimmer Finger. Ich bin sicher, dass wir zu einer Übereinkunft kommen können. Sie gehört euch nicht. Vielleicht habt ihr recht. Ich wollte nur nicht, dass jemand denkt, ich käme nicht mit einem Morgen. Bei meiner Ehre. Ich werde Carlotta nicht wieder zu nahe treten. Very good.